Jeder würde gern die Schuld von sich weisen. Selbst die, die nichts von Schiffen und vom Segeln verstehen. Seid gegrüßt. Das Schiff war zu nah am Strand, selbst bevor der Sturm aufzog. Das habe ich schon gesagt, bevor es sank. Hallo? Kommt nicht näher. Hört auf meine Worte. Ihr gefährdet mehr als euer Leben, solltet ihr euch nähern. Ein törichter Geist. Mein Ehrgeiz hat mich tief sinken lassen. Doch ich werde nicht erlauben, dass es anderen ebenso ergeht. Das Buch vor euch trägt einen schrecklichen Fluch, genau wie zwei weitere. Ihr könnt doch hören, wie es nach euch ruft, oder? Aber wie nur? Seid ihr stark genug, um ihrem Ruf zu widerstehen? Könnt ihr sie zum Schrein bringen und beenden, was mir nicht gelang? Hört auf meine Worte. Das verbotene Wissen in diesen Büchern ist nicht für diese Welt bestimmt. Sie müssen vernichtet werden. Der Fluch, der auf jedem der Folianten liegt, ist dazu gedacht, dem Reich des Vergessens Seelen zuzuführen. Doch wenn es einem gelingt, sich ihrem Ruf zu widersetzen, kann man die Folianten sammeln und sie zum Schrein bringen, um sie dort zu vernichten. An den Ufern von Kenartis Rast, jenseits der Stadt Mistral. Er wird von einer immerwährenden Flamme erhellt. Solltet ihr alle Folianten sammeln, bringt sie unverzüglich zum Schrein. Für wie stark ihr euch auch halten mögt, fürchte ich, dass die Folianten noch stärker sind. Vater verbrannte im Feuer. Mein Bruder wird vermisst. Srendar, habt Gnade. Unsere Mondzuckerlager haben Feuer gefangen. Vater wollte unsere Lebensgrundlage retten. Er ist hineingelaufen und... Die Verbrennungen waren nicht sehr schlimm. Aber der süße Rauch hat seine Lungen ruiniert. Ohne mächtige Medizin wird er den Tag nicht überstehen. Vater hat unser Alchemistenwerkzeug zu retten versucht. Wenn es das Feuer überstanden hat, könnte ich es gegen Medizin eintauschen. Bitte, das ist das Einzige, was ich tun kann, um meinen Vater am Leben zu halten. Diese fleht euch an, die Werkzeuge aus unseren Lagerhäusern zu retten. Bitte, kehrt schnell mit dem Werkzeug zurück. Wenn ich es nicht gegen Medizin eintauschen kann, wird der Vater von dieser sterben. Ich habe euch noch nie auf dieser Insel gesehen. Was im Namen des Talmor wollt ihr hier? Ah, der Schiffbruch? Das war der schlimmste Orkan, den ich seit Jahrzehnten gesehen habe. Wenn ihr diese Plantage durchqueren wollt, solltet ihr auf der Hut sein. Letzte Nacht haben ein paar Gebäude gebrannt. In der Regel bleiben die Skewer unter sich, aber
Zurzeit zeigen sie sich richtig wild. Ich sollte mich wieder um unsere Untersuchung kümmern. Wenn ihr etwas Verdächtiges seht, dann müsst ihr uns das mitteilen. Feuer beginnen nicht von allein. Ich habe ihn auf dem Weg hierher gesehen. Wir haben seiner Tochter ein paar medizinische Vorräte gegeben, aber es sieht schlecht aus. Seid gegrüßt.
Kusch, runter vom Land meiner Familie! Wenn ihr die Plantage meiner Familie ausrauben wollt, dann werde ich euch persönlich eine abreißen. Zu spät, Zuckerdieb. Das Feuer hat jeden einzelnen Kalzinator zerstört. Halt! Ich hatte eigentlich erwartet, dass meine Schwester selbst nach den Werkzeugen schaut. Warum hat sie einen Fremden geschickt? Ihr lügt! Mein Vater zog gestern los, um in Mistral Handel zu treiben, oder? Oh nein! Ich habe das Feuer doch nur gelegt, um diese verdammte Ausrüstung zu zerstören und nicht, damit jemand verletzt wird. Und schon gar nicht mein Vater. Wir haben unsere letzte Ernte an Donnerkäfer verloren. Trotz unserer Schulden hat Aspira alchemistische Ausrüstung gekauft, um unsere Ernte zu verbessern, sagte sie. Aber letzte Woche habe ich sie beim Skoma-Brauen erwischt. Diese elende Droge vernichtet Leben. Als sie sich weigerte, damit aufzuhören, wusste ich, was zu tun ist. Meine Schwester hasst es, Sand unter die Krallen zu kriegen. Doch neulich hat sie draußen am Strand gegraben. Welchen anderen Grund könnte sie dafür gehabt haben, außer Skoma zu vergraben? Ich sollte zu meinem Vater gehen. Würdet ihr am Strand nach verstecktem Skoma suchen? Meine Schwester hat das Vergrabene mit bunten Muscheln markiert. Ich wette, dass man neben ihnen einen Sack voller Skoma findet. Ich bleibe bei meinem Vater. Wenn ihr etwas findet, dann bringt es zurück zu mir. Ich sollte wirklich nach meinem Vater sehen.